Ich will ein Licht anzünden im Namen Gottes. Ich will ein Licht anzünden im Namen des Sohnes. Ich will ein Licht anzünden im Namen des Heiligen Geistes. Wir haben Lichter angezündet für den dreieinigen Gott der Liebe. Gott über uns, Gott um uns, Gott in uns. Vom Anfang bis ans Ende, bis in Ewigkeit. Amen. Hey Leute, heute habe ich mal wieder eine Reaktion auf ein YouTube-Video für euch, was ich geguckt habe. Dort ging es um die Geburt von Jesus und es kam Hirten drin vor. Und was denen passiert ist, das ist echt krass. Also das war so. Es war Nacht und die Hirten chillten zusammen mit ihren Schafen auf der Weide. Und plötzlich, aus dem Nichts, wurde der Himmel mega hell und es erschien ein Engel. Also so ein richtiger Engel mit Flügeln und allem. Unglaublich, oder? Die Hirten wussten nicht mehr, wo vorne und hinten war. Die waren so verwirrt, dass einfach ein Engel vor denen steht. Auf jeden Fall hat der Engel dann etwas davon gelabert, dass der Retter der Welt geboren ist in Bethlehem und dass sie die Botschaft mal reposten sollen, damit alle davon erfahren. Und zur Krönung von allem kamen noch mehr Engel. Und die sangen einfach irgendwas von Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das war natürlich alles total verrückt für die Hirten und sie glaubten nicht daran. Sie dachten, es wäre mal wieder Fake News. Aber sie entschieden sich trotzdem dazu, einen Roadtrip nach Bethlehem zu machen. Und tatsächlich, in Bethlehem, in so einem abgeranzten Stall, in so einem Futterding für Tiere da, fanden die ein Baby. Sie erzählten den Eltern des Kleinen, was sie gesehen haben. Mussten ihnen mehrmals versichern, dass sie wirklich nichts genommen haben, was deren Verstand vernebelt. Die Hirten waren so schockiert von dem, was ihnen passiert ist, dass sie sofort die Nachricht überall teilten. Aber leider gab es früher noch kein Twitter oder Insta. Sie mussten durch die ganze Stadt laufen und es allen Leuten erzählen. Als sie dann endlich wieder bei ihren Schafen waren, hatten sie voll den Ohrwurm von diesem Lied Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Also ich finde das alles echt krass und unglaublich. Aber ich habe mir mal die Kommentare angeguckt und da waren echt krasse, aber auch lustige Theorien bei, wie das alles passieren konnte. Ich blende euch ein paar von denen hier jetzt mal ein und ihr könnt mir im Anschluss ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn für Theorien habt, wie das alles passieren kann und wie ihr das eigentlich überhaupt alles findet. Wir möchten nun mit euch beten. Lieber Gott, wir bitten dich, sei bei uns. Lass uns spüren, dass wir in dieser Zeit nicht allein sind. Zeige denen, die es nicht erkennen können, dass sie einen Platz bei dir haben. Schenke ein Lächeln da, wo Tränen sind, und Wärme da, wo Einsamkeit und Kälte herrschen. Sei da, wo Krankheit und Leid die Menschen verunsichern. Reiche denen eine helfende Hand, die nicht mehr ohne dich gehen können. Und halte eine schützende Hand über die Menschen, die noch kämpfen. Wir bitten dich, begleite und beschütze uns Menschen. Zeige uns, dass wir vor dir alle gleich sind. Gott, wir bitten dich, sei bei uns.
sei in unseren Herzen und erfülle uns mit deiner Liebe. Amen. Zum Abschluss möchte ich gerne einen Segen mit euch sprechen. Gott sei bei dir, so wie er auch bei den Hirten auf dem Felde war. Er beschütze dich bei Tag und bei Nacht und schenke dir stets jemanden, der an deiner Seite ist. Amen.